Und jetzt lassen Sie uns doch endlich mal das machen, was man dieser Region seit nun ja fast, ich sag mal, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten zugesagt hat. Und Ulm, beispielsweise, ich habe mich einfach mal mit Herrn Gönner gedanklich in den Zug gesetzt. Wenn wir heute zum Flughafen fahren, würden wir beide nie den Zug nehmen. Wir würden noch nicht mit dem Zug erst zum Hauptbahnhof fahren, dann 10 Minuten umsteigen in die S-Bahn und dann wieder 27 Minuten hochfahren. Sind wir 95 Minuten unterwegs. Meine Damen und Herren, in Zukunft von Ulm machen Sie das in 27 Minuten. Ja, dann lassen Sie das Auto doch zu Hause stehen. Das ist doch keine Alternative mehr. So, ich könnte jetzt den ganzen Fahrplan runterfliegen, das machen wir gar nicht.